Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. In diesem Video werden wir versuchen, die besten Fuse-Methoden rauszufinden, um die neuen Legendary Pets zu bekommen. Aber zuallererst müssen wir natürlich ein bisschen Coins farmen und Pets farmen, die wir dann auch fusen können. Mit dabei ist wieder Roblox Victor. Viel Spaß! Oh, wir sind fast wieder durch, Victor. Wir sind fast wieder durch. Was? Ja! Es geht so schnell, oh mein Gott. Wir sind so OP. Deswegen, ich wünschte ehrlich gesagt, wir sind absolut OP, aber ich wünschte ehrlich gesagt, ne, dass ich halt meine gesamten Pets nicht verschenkt hätte. Weil ich habe jetzt richtig viele Legendary Haxolotl, genau, verschenkt. Mhm. Ich könnte die Safe Core so gut zu diesen Axolotus, genau, Axoloten, irgendwie in Gold oder sowas. Oder vielleicht sogar der Hydra Axolotl, ja, fusen. Das wäre so viel besser gewesen. Oh mein Gott. Oh, ich habe noch einen Rainbow gezogen, sehe ich gerade. Nice. Ich habe auch einen Gold gehatcht. Eine Hydra-Axolotl in Gold. Nice. Okay, ich öffne jetzt doch mal mit meinen 7 Millionen, die ich eben bekommen habe. Was? Du hast 7 Millionen bekommen? Nice. Ja. Ich habe ja auch alle Lootbacks. Ja. Oh, und noch ein Hydra-Axolotl. Ich habe keine Ahnung, was ich bekommen habe. Oh, ein Rainbow-Axolotus. Axolotus? Oh, das ist nice. Nee, der heißt Lotus, ne? Axolotus, glaube ich nur, oder? Ich glaube, nee, Axolotus. Okay, habe ich jetzt einen Rainbow. Nice. Ich dachte eigentlich, der wird Three-Headed Axolotl heißen. Oh, Golden Astra Axolotl! Was? Das Legendary in Gold! 2,56T mit Teamwork und Diamonds 3. Was geht heute ab? Ich hab immer richtig krass den Charme heute. Ja! Das ist Gold! Besser als ein 404 Demon in Rainbow. LOL, stimmt! Stark. Obwohl meine 404 Demons haben fast alle Royalty. Die haben legit alle Royalty in Rainbow. Gut, dann sind vielleicht doch die 404 Demons besser. Aber an sich, die Grundstärke ist besser. Das ist schon sehr interessant. Und das ist Gold. Also dieses Eck zerfetzt. Wirklich. Ja, es das macht auf jeden Fall Spaß. Also dadurch, dass die Kiste so schnell abgebaut ist, farmt man auch ungefähr genauso schnell, wie man öffnet. Und das ist eigentlich der Grind, den ich gerne habe. Außerdem finde ich ehrlich gesagt diese Welt sehr schön. Ne? Diese Farben hier. Ich mag es tatsächlich nicht so sehr. Ich finde es ein bisschen bedrückend. Nicht? Ich finde es voll angenehm hier. Ich finde wie ein SpongeBob. Ja, so ein bisschen schon. Was ich aber gleich noch machen möchte, ist einmal Fuse-Methoden gucken. Weil das wäre natürlich auch interessant. Dann gebe ich noch ein paar Pets. Was haben wir denn hier? Also ich habe einen Axolotus. Ja, der Axolotus in Rainbow hat einfach 1,3 Trillion. Der Axolotus ist fast so stark wie ein 404-Demon. Und der ist rare. Oh, das ist so wild. Und das ist ein Rainbow. Ja. Dark Matter, der ist so gut wie ein 404-Demon in Dark Matter wahrscheinlich. Obwohl, nee, doch nicht. Ne? Das ist ein Rainbow Axolotus ist ein bisschen schwächer als ein Rainbow 404-Demon. Deswegen sage ich, die sind fast auf derselben Stufe. Ich bin arm. Ja, aber man farmt auch so schnell. Geld, ja. Ich habe immer Magnet. Warte, komm, ich trade dich an. Du hast den Trades aus, was soll das? Komplett aus? Ach ja, ich wurde mal genervt von irgendwelchen Leuten. So, jetzt kannst du mich antraden. Deswegen hast du komplett ausgemacht. Ja. Hab doch einfach keine Freunde. Ui. Ui, Memo. Ui, einfach. Willst du auch diese einfach Pets haben? Ja, ich will die einfach Pets haben. Einfach. Ich liebe es, einfach Pets zu haben. Wer hat das übersetzt, Digga? Das hat Roblox selbst übersetzt. Ich glaube, Roblox hat eine Offensive. Ja, Roblox bietet ja das Feature an, dass Spiele automatisch übersetzt werden. Und vor knapp einer Woche hat es angefangen, in ganz vielen Spielen, dass so teilweise Sachen übersetzt waren. Ich glaube nicht, dass die Spielentwickler das selbst eingestellt haben. Ich glaube, Roblox hat das dann eingestellt mit der Autolokalisation. Aber Anton, es gibt einen neuen Namen bei Pets. Diese eine Nature X dort heißt F-Gas. F-Gas, okay. Ja, da ist aber F-Gas. Victor, ich stehe vor der Kiste und ich will unbedingt von der Kiste meine Pets wieder an die Kiste stellen, aber es geht nicht. Weil ich bin im Trade mit dir. Ich würde mich schinken, wenn ich du wäre. Anton, ich stehe auch vor der Kiste, damit ich meine Kiste abbauen kann. Aber ich kann's nicht. Ich bin in einem Trade-Stuck, was soll das? Ich bin auch in einem Trade-Stuck. Ich glaube, das sollte ausreichen fürs Erste. Bitte sehr. Du kriegst 200.000 Gems dafür. Oh, danke schön. Kein Ding, Bro. Danke schön. Das ist ein guter Trade, ne? Ich bin interessiert, was du daraus hatchst. Hatch, sag ich schon. Ich mein Fuse. Ha, zusammengestellt. Wo sind die Lootbags? Ich habe die letzten Male immer Lootbags bekommen, jetzt nicht mehr, oder wie? Wahrscheinlich hast du jetzt Lootbags bekommen, ne? Kann sein, dass es mal wieder, oder? Ja, eben deswegen. Es kann sein, dass dieser Bug immer noch existiert. Aber ich dachte, bei dieser Stärke wird das nicht so sein. Naja. Ich gehe ein Eck noch öffnen. Ich gehe einmal... Das hier. Das Goldeck öffnen. Okay, und jetzt gucken wir einmal, was man so fusen kann. Ich bin gespannt.
Ich auch. Beim Bettlaken. Wie ein Spannbettlaken. Oh, die Fürstmaschine. Also alle Maschinen sehen neu aus, aber die Fürstmaschine gefällt mir ehrlich gesagt. Die habe ich mir noch gar nicht so genau angeguckt. Mhm. Weil man kann in sie rein. Ich hatte ehrlich gesagt, als ich mir die Dark Matter Maschine angeschaut habe, ich war richtig erstaunt. Ja, weil da diese Kristalle sind, die so fancy aussehen. Ja, die sehen so kristallig aus. Okay, was kann ich aus Axolotus fusen? Wie viel soll ich fusen? Mach mal zuerst 3, das Minimum. Dann okay. Gehst du immer mit 3 Schritten hoch, würde ich sagen. Okay, dann mach ich erstmal 3. Und ich weiß nicht, was ich gefused habe, weil ich habe meine Pets nicht de-equipped. Und ich kann meine Pets noch nicht de-equippen, weil ich habe zu viele Pets, die zu gleich sind. Deswegen habe ich immer die Option Equip Best. Dann mach mal deine Ansicht größer und versuche herauszufinden, welche komisch leuchten. Also blinken, meine. Nö, ich mache jetzt einfach nochmal. So, ich fuse jetzt 3 und kriege einen... Was ist das? Ein Chill-Axolotl in Rainbow. Das ist, loose. Ein was? Ein Rainbow-Chill-Axolotl. Das ist absolut loose. Was ist das? Keine Ahnung, wahrscheinlich aus dem ersten Eck. Welcher? Das ist einfach aus dem ersten Eck. Einfach? Ja. Okay, dann machen wir mal 6 Axolotus. Und aus 6 Axolotus kriege ich... Anton, ui! Ja? Immerhin Pet Collection. Immerhin Pet Collection. Und aus dem 6 Axolotus, immerhin kein Loss, kriege ich einen goldenen Axolotus. Nice. Okay, dann machen wir jetzt 9 Axolotus. Soll ich jetzt mal 12 machen? Ja, okay. Mach 10, mach nicht nur, mach 10. Ah, zu spät, ich habe schon 9 gemacht und ich krieg Mist. Riley. Und Riley ist ein Lumi-Axolotl in Rainbow. Also auch los, also. Oh, ich dachte, es wäre Profit. Nee, okay. Wie wär's denn mit 10? Versuch mal 10. Ich versuch 10. Es gibt sehr viele Unterschiede zwischen 9 und 10. Du bist der Profi, aber ich habe genau das gleiche bekommen. Wow. Na gut, dann vielleicht ich mach jetzt 12? Nee, komm, ich mach direkt 12. Vielleicht sollten wir auch einfach die normalen nicht fusen. Wir sind bei den ersten Rainbow Fusen, das kann auch sein. Oh, was hast du bekommen? Ich habe einen Astral-Axolotl bekommen. Das ist, glaube ich, aus dem Billow-Eck. Legendary? Das Legendary, ja. Ja, Mann, ist das gut? Hat 835 Billion in normal. Das ist... 528 Billion in normal? Ja. Das müsste doppelt so gut sein wie ein normaler Phenophedemon, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ich gucke gerade. Ja. Ich glaube, normaler Phenophedemon lag das bei 200. Das Ding ist stabil. Okay, ich versuche nochmal, ob das zuverlässig ist. Augenblick. Ich habe gar nicht mehr so viele Axolotus. Oh, so ein Mist. Dann fuse ich halt die 5, die ich noch habe, damit ich einen goldenen bekomme. Ich habe keinen goldenen bekommen. Ich habe schon wieder einen Chill-Axolotl bekommen. Okay. Stark. So, ich probiere jetzt mal die Nature Axolotl aus. Machen wir mal erstmal 3. Und da kriege ich einen goldenen Chill Axolotl. Ich will keine Chill Axolotl. Wieso nicht? Ich will keine Chill Axolotl. So, jetzt aber 6 Stück. Und... Ich habe einen Hexigator bekommen. Einen Rainbow Hexigator. Oh mein Gott, du würdest sowas von hops genommen. Ich glaube, diese ganzen Billo-Sachen, die fuse ich nur noch in großen Mengen. So, ich nehm jetzt oder einfach halt mal so ein Gold 10 oder ein fancy Axolotl und kriege ein Rainbow Chill Axolotl. Das Ding ist halt, es könnte sein, dass diese Fuse-Methoden mit 3, 6, 9 und 12 oder 10 und sowas. Sie gehen wahrscheinlich besser für Rainbow und Gold. Ja. Ich glaub, so die normale Pets fuse ich dann schlecht. Wahrscheinlich nur noch als 12er. Da kriege ich schon wieder Chill Axolotl. Mhm. Okay. Aus 12 oder wie fehlen jetzt? Aus 12? Ich sollte dir mal Gold machen und dann erst 12. Du kannst ja weiterhin 5 oder 4 zusammen fusen und hoffen, ja, dass du Gold bekommst. Ich werde jetzt die Viecher einer Goldmaschine Gold machen, weil man kann sich hier auf nichts mehr verlassen. Oh mein Gott. Oh, man kriegt so viele Lootbags durch diese Kiste, ne? Mhm. 120.000 Gems durch eine Kiste. Ja, also Gems Farm geht jetzt auch wieder ganz gut. Ja, was mache ich bei der Bank? Ich will hier Dings Gold machen. Gems Farm. Was soll ich 63% Hydra Axolotl machen? Mache ich. Komm schon, man liebt nur einmal im Leben. Ja, easy, geschafft. Dann machen wir mal ein bisschen Gold. Ah, und die goldene Maschine hat da so einen Hebel mit einem roten Knopf und ich will ihn drücken. Aber ich kann nicht. Drück ihn. Ich kann es nicht, es geht nicht. Pet Simulator lässt es nicht zu. Nein. This server is closing. Ich habe Angst, Victor. Was ist passiert? Es ist nichts passiert, Anton. Keine Angst. Es ist nichts passiert. Der Server ist nur geclosed worden und Preston Mess. Preston hasst uns. Auf welchen Server gehe ich jetzt? Preston hasst uns. Er hat unseren Server geswitcht. Ey, gelöscht. Auf einmal soll ich auf Schmackbo gehen. Ja, Schmackbo ist doch geil. Da haben wir Hide and Seek gespielt. Ich aber nicht. Ich würde niemals Hide and Seek spielen. Ich fand das voll cool eigentlich. Mir hat Hide and Seek wirklich Spaß gemacht. Und das Video ist auch gut geworden. Und an der Stelle möchte ich das Video einmal pausieren, um euch darauf aufmerksam zu machen, dass Roblox Felix auf seinem Kanal vor ein paar Tagen ein richtig, richtig, richtig geiles Hide and Seek Video hochgeladen habt. Schaut es euch unbedingt an, wenn ihr es euch noch nicht angeschaut habt. Es ist wirklich gut. Ach ja, und ihr könnt währenddessen auch mal dieses Video hier liken und den Kanal abonnieren. Und ich würde zu viel Ehre nehmen. Ich würde zu viel Ehre nehmen. Ja, das hast du mir vor dem Video gezeigt.
Das wäre unfair, wenn Roblox Victor bei unseren Hide-and-Seek-Runden mitmachen würde. So gut. Video kommt bald, wo ich euch die OP-sten Methoden zeige, um euch zu verstecken. Unsichtbar Glitch in Petswater X. So. Aber wie viel muss ich denn jetzt noch Gold machen? Ich habe keine Lust mehr, Gold zu machen. Leute, kann ich ja mal kurz Hacks anmachen, damit die automatisch Gold gemacht werden? Das fehlt mir immer noch. Es ist aber wirklich immer so nervig, ne? Ich habe schon so oft gesagt, Preston soll irgendwelche Optionen hinzufügen, um schneller Gold zu machen. Auch wenn es mehr Diamonds kostet, das ist es mir recht. Würde aber nicht geben. Einfach nur aus dem Grund wegen der gratis Spielzeit. Oder zumindest so, dass man Doppelklick auf ein Pad machen kann. So, Doppelklick und dann werden automatisch 6 ausgewählt. Wie gesagt, das würde Preston nicht machen wegen der Spielzeit. Desto mehr Spielzeit, desto besser kommt es den Spielern. Ja, Preston ist ein Ehrenmann. Nicht. Mhm. Oh, hops genommen. Gleich kommst du, du wurdest gebannt, Bro. Permanent. Deswegen hat er eben auch unseren Server geschlossen, er hat uns zugehört. Wir haben irgendwas gesagt, was ihm nicht gefallen hat. Du hast was gesagt, okay? Ich habe nichts gesagt, ich sag, Preston ist perfekt. Ich sag auch, Preston ist perfekt. Preston ist auch wunderschön. Habt ihr schon mal seine Muckis gesehen? Der hat wirkliche Muckis. Ich weiß gar nicht, wie Preston aussieht. Ich kenne nur Preston Plays. Wer zur Hölle ist Preston Plays? Louis redet seit Wochen über Preston Plays. Der hat sich so ein Video-Imperium aufgebaut. Ich kenne nur Preston, diesen Jelly. Jelly heißt auch Preston? Ja, Jelly heißt auch Preston. Dann ist Jelly Preston Plays. Oh, ich bin fast durch. Zumindest mit diesen einen Dingern. Mit den anderen Dingern habe ich noch ein bisschen. Bruh, ich habe gefailt. Preston Plays ist Mr. Beast Fan. Bruh, ich habe nochmal gefailt. So, und jetzt kann ich die Chill-Axolotl nehmen. Und als ob ich da Erfolg hatte mit 3 Stück. Okay, dann die Camo-Axolotl mit 29% und ja, es ist gefailt. Na gut. So, jetzt kann ich endlich anfangen, die goldenen Pets mal ein bisschen zusammen zu fusen. Und jetzt haben wir's. So, ich gucke jetzt mal nach. Was kriegen wir denn aus 3 goldenen Fancy Axolotl? Einen goldenen Axolotus. Auch nicht so nice. Probieren wir es direkt mit 6. Und? Ich habe das Gefühl, ich bin enttäuscht. Und ja, ich bin enttäuscht. Nature Axolotl in Rainbow. Okay, ich gehe nur noch mit 9. Ich gehe nicht mehr niedriger als 9. Doch, 5 kannst du machen im Prinzip. Nee, ich habe gerade für 6 schlecht bekommen. Du hast auch einen Sekt im Rainbow bekommen. Ich habe einen Astra Axolotl bekommen in Rainbow. Ist das gut? Ja, ist gut. Ist nämlich nicht Astral. Rainbow, ist nämlich normal. Astral Axolotl, ich dachte Astra Axolotl. Astral Axolotl ist sehr gut. Ja, sehe ich gerade. Das ist das Natural Best Neck. Das ist das, was du dir fusen möchtest. Ja, das ist okay. Das habe ich gerade aus 9 Fancy Axolotl in Gold bekommen. Und ich habe keine Fancy Axolotl mehr in Gold. Aber vielleicht 9 Fancy Axolotl in Rainbow. Okay, ich meine aber in Gold? Fancy Axolotl und Nature Axolotl sind praktisch das gleiche. Also nehme ich einfach 9 von den beiden und krieg wieder welche. Okay, ich glaube, ich habe da was. 9 von den 260 Milliarden-Pets ungefähr machen mir... Ja, die machen mir die Astral-Axolotl. Perfekt, dann haben wir doch was. Nice. Ah, jetzt habe ich ein paar schlechtere drin. Da muss ich, glaube ich, einen noch raufpacken. Sagen wir mal 10 und ich krieg noch einen. Okay, das ist ungefähr die Stärke, die man haben will. Und jetzt habe ich eigentlich nichts mehr. Jetzt habe ich schon alles aufgefused, was ich hatte. Ich kann meine Rainbow-Chill-Axolotl jetzt zusammenfusen. 4 Stück und ich krieg noch einen. Chill-Axolotl. Du musst die Dark-Meta machen. Nee, Digga. Ich habe 4 Chill-Axolotl gerade gefused und habe so ein Astral-Axolotl bekommen. Nee, ne? Doch. Mein Triple-Damage-Boost ist weg. Victor, es ist vorbei. Nein. So, jetzt noch 4 goldene Axolotus und 3 Chill-Axolotl und ich dachte gerade noch ein. Ich habe einen Rainbow-Axolotus bekommen, das war lost. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein paar von den Legendaries. Sonst wäre das, ja, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Astral-Axolotl. Also kann ich sie praktisch Gold machen. Ich mache sie Gold, komm. Ich mache die Astral-Axolotl Gold, dann weiß ich direkt, wie viel die in Gold machen. Ich kann dir auch sagen, wie viel die in Gold machen. Ich habe ja einen gehatcht. Dann sag's mir. 2,56T. Also, meiner macht 2,51. Mist. Aber er hat Strength 1, 15% mehr Damage. Und meiner hat Teamwork. Also das gesamte Team ist stärker. Mist. Trotzdem ist halt mein Team gerade drin. Das ist eins meiner besten Pets. Was? Das war die Ausbeute des Fusens. Das ist so traurig. Okay. Ich gehe jetzt wieder zu Axolotl Cave, pack meine Pets wieder ran, damit ich weiter farme, weil farmen ist jetzt wichtig. Wenn ihr sehen wollt, wie ich farme, dann guckt auf Funny Conny in meinem Livestream vorbei. Ich bin da jetzt schon keine Ahnung, wie viele Wochen online. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal, abonniert auch Roblox Victor. Bis dann und ciao! Ciao!